wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Noch eine Probe? Das Große? Ist der dein? Gibt es eine Zeit für uns? Haben wir Zeit? Haben wir einen Moment? Und im Lied von U2 und Pavarotti wird eine ganze Liste angeführt. Und es wird die Frage gestellt, haben wir Zeit für Weihnachten? Haben wir Zeit für unser Erwachen? Haben wir Zeit, uns zu erinnern, wer wir sind? Wir haben ja Zeit für alles andere auch. Wir haben Zeit für all die Dinge, die wir lieben, die uns interessieren, mit denen wir uns verbinden möchten. Jetzt ist es an der Zeit, uns Zeit zu nehmen, uns zu erinnern. Uns berühren zu lassen von Gott. Sieht so aus, als ob Gott gewürfelt hätte und uns zusammengewürfelt hätte. Einstein hat das beschrieben, nicht wahr? Aber das Universum, wie es in meinem Geist ist und in deinem Geist ist, ist nicht wirklich zusammengewürfelt, obwohl es alle Möglichkeiten gibt. Und je länger wir stillstehen und uns in einem Geist, in seinem Geist verbinden, desto klarer wird es. Weshalb wir uns hier treffen. Und es gibt nur ein paar Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, wir treffen uns, um auf Gleich zu kommen. Das ist der Antrieb des Egos. Du hast mir das angetan, jetzt komme ich zurück und werde es dir genauso zurückzahlen. Aber wir haben unseren Geist bereits gewidmet für einen anderen Sinn und Zweck. Und wenn er noch nicht so ganz klar ist, ist er vielleicht die Neugierde, was aus dir geworden ist.
oder du, was aus mir geworden ist. Und ob wir vielleicht jetzt uns Zeit nehmen können, um uns zu erinnern, was uns immer verbunden hat, immer verbinden wird und jetzt als bereits verbunden erkannt wird. Und weil wir die Botschaft von Ein Kurs in Wundern als ein Mittel verwenden, als etwas erkannt haben, das uns nicht mehr länger in der Hölle belässt, unserer eigenen Ego-Denkweise, weil wir gewillt sind, hier einer Führung und Instruktionen zu folgen, die uns diesen neuen Weg beschreibt und eröffnet, und in unzähligen Worten erklärt, was dieser neue Weg als eine Erfahrung der Vergebung, der Heilung ist. Und dass diesem Weg zu folgen der einzige Sinn und Zweck ist, den wir in Raumzeit auf der Zeitlinie für uns noch vervollkommnen wollen. Und vielleicht beginnen wir hier nur in diesem Raum als ganz, ganz alte Bekannte. Ob wir es vergessen haben oder uns erinnern, an all unsere Fehler wie an all unsere guten Taten und Qualitäten, damit wir hier beginnen können, in unseren ganz persönlichen Beziehungen, die wir während dieses zweiten Adventwochenendes miteinander teilen, mit Tränen und mit Gelächter, mit Umarmungen wie mit: ich nehme mir den Raum für mich selbst. Mit Witzen oder mit ein klares Hinblicken, was die Vernunftmäßigkeit des Heiligen Geistes uns lehrt, jeden Moment. Um aus diesem Raum heraus, aus diesem Klassenzimmer, in dem wir eine neue Sicherheit und Gewissheit für uns entdecken, mit dieser Sicherheit und Kraft in uns wirklich angstlos uns unserer Welt stellen können. Und in diesem Sinne nicht mehr der Versuchung nachgeben, uns in irgendetwas, was wir kennen, was nicht von Gottes Geist kommt, zu folgen oder Kompromisse zu schließen. Ein Geist, der entschlossen ist, richtet sich selbst in dieser hundertprozentigen Hingabe und Zustimmung aus und geht diesen Weg vollkommen kompromisslos. Weil der Ausgang in Wirklichkeit bereits erkannt wurde, in einem Augenblick außerhalb von Raum und Zeit. Und die Erinnerung an diesen Moment ist
wirklich die Öffnung, das Tor zur Ewigkeit selbst. Und ich möchte dir zu dieser Abendstunde, in Deutschland ist es jetzt wahrscheinlich Mitternacht. Das ist nicht Deutschland, wo du bist, meine Liebe. Sieh dir bloß unsere Zoom-Brüder an, die halten durch. Schön euch zu begrüßen. Danke für dein Dabeisein. Danke für deine Geduld mit all diesen kleinen Unterbrechungen und größeren Unterbrechungen, kleinen und größeren Problemchen, die in Wirklichkeit keine Probleme sind. Dieser letzte Song, von dem du dich berühren hast lassen, Pavarotti mit Bruno U2, heißt Miss Sarajevo. Ich weiß nicht, wie viele von euch hier im Raum die Geschichte kennen. Der Song wurde kreiert, als Pavarotti mit mehreren Leuten, zuerst haben wir mit Gessner eine Kostprobe mit James Brown gehört, bekannte Sänger eingeladen hat und sich verbunden hat in einem Ausdruck des gemeinsamen Sich-Erfahrens von klassischen Opernstimme, wahrscheinlich einer der größten Tenore, die es je gegeben hat. War er überhaupt ein Tenor oder ein Bariton? Ja, doch, ein Tenor, ne? Ja, stimmt, er war ein Tenor. Inkarnation als Tenor. Bis ich mich wirklich auf Pavarotti einließ, war Jussi Börling für mich die Richtschnur in den 1920ern. Und es war zu dieser Zeit, ich gehe wieder zurück, wie dieser Song entstand, als es zu der Zeit, als man versucht hat, Friedensverhandlungen in Bezug auf den Bosnienkrieg und dadurch eine Demonstration abzugeben für die Welt. Meine Demonstration, deine Demonstration. Dass wir Frieden wollen. Und dass wir nicht nur Frieden zwischen Nationen verfolgen, sondern Geistesfrieden. Dass wir uns für Geistesfrieden entschieden haben. Dass wir für Geistesfrieden aufstehen und demonstrieren. Lehren, das ist demonstrieren. Sich zeigen. Das Licht zeigen, das Licht scheinen. Dass du, nur ich der Welt geben können. Und warum der Song Miss Sarajevo heißt, dass genau zu dieser Zeit hat man gesagt, okay, wir haben jetzt genug von dem, was als Krieg, das war noch während des Krieges. Und in Sarajevo hat man beschlossen, eine, wie nennt man das? Nein, eine Queen, eine Miss Sarajevo zu wählen, eine Wahl zu veranstalten, wer Miss Sarajevo sein wird. Und das wurde in einem Kellerlokal gemacht. Und jeder dieser Frauen,
die daran teilgenommen hat, einschließlich des Organisationskomitees, war natürlich bedroht, dass keiner von dieser Veranstaltung lebend rauskommen würde. Sarajevo war zu der Zeit unter vollem Beschuss. Aber anstelle den Tod zu fürchten, haben sie gewählt, aufzustehen, um zu demonstrieren, eine Demonstration abzugeben, wofür sie in ihrem Herzen stehen. Und wir sprechen zwar an unseren Mittags- und Abendessenstischen darüber, was wir und wofür wir demonstrieren oder protestieren wollen. Wir haben uns gerade unterhalten während der Covid-Zeit. Und in den meisten Fällen wissen wir überhaupt nicht, was wir demonstrieren wollen, wenn wir für bedeutungslose Ideen aufstehen und demonstrieren. Du, ich, wir sind ein Beispiel, wonach sich die Welt sehnt. Eine Demonstration, was weitergeht, als was Gegensätze in der Welt aufzeigt. Als das Machwerk dieser Halluzination, das in unserem Geist aufgesetzt haben. Nur wer zulässt, zu fühlen, dass dies nicht ein Platz ist, der gemacht wurde, um zu segnen. Wir wandeln dies um, indem wir unseren Geist an Gottes Geist ausrichten, um dies neu zu loben. Aber in der ursprünglichen Bedeutung hast du diesem Platz die Bedeutung gegeben, dass er dich entweder bequem oder ein bisschen aufregend in Angriffs- und Verteidigungsideen oder in anscheinenden guten, netten Beziehungen Richtung Tod begleitet. Alles, was die Welt als eine begrenzte Bedeutung in sich trägt, ist Ausdruck dieser Perspektive, dass Tod akzeptabel wäre, dass niemand Tod entkommen kann. Und ich höre mir manchmal ganz persönlich im Radio evangelikale Sender in den USA, ist ganz etwas, kriegst du in jeder Region. Und wenn es zu diesem Punkt kommt, sagen alle Pastoren nach wie vor, ja, sterben müssen wir doch alle. Wir glauben zwar und stellen uns auf die Seite von Jesus Christus, aber der wirkliche Zusammenhang, was er demonstrierte in der Auferstehung, ist offensichtlich nicht klar. Deswegen bedarf es mich, bedarf es dich, um dies zu demonstrieren. Nicht nur, dass wir nicht sterben könnten. Natürlich kannst du sterben, wenn du das wählst. Aber das heißt nicht, dass es Tod gibt.
Weil dann ist es ja nur eine Idee, die in dem Sinne manifestiert wird und in Erfahrung gebracht wird. Aber die Wahrheit ist, es gibt keinen Tod. Es gibt nicht so etwas wie Tod. Es gibt nicht so etwas wie Auslöschung des reinen Bewusstseins, was du bist. Weil das würde heißen, dass die Wirkung, die du bist, eine ewige Wirkung von Gott selbst, das, was es bewirkt hat, auslöschbar wäre. Das buchstäblich Gott auslöschbar wäre. Wenn du auslöschbar bist, ist auch Gott auslöschbar. Und das ist das Missverständnis dabei. Es wird nicht verstanden, dass Gott die Tatsache ist, dass Gott alles ist. Ja, lass uns üben, dass wir Gott in allem sehen, wohin immer wir blicken. Das ist nicht schwierig zu üben. Ich gebe dir heute keine Übungen, aber ich werde dich einladen, dass du dich zeigen kannst, ob mit einer Frage oder nicht, dass du mir die Gelegenheit gibst, zu reflektieren, was du teilst. Und das wird auch an unsere Brüder und Schwestern in Zoom angeboten. Und dass wir hier alle in unserem Geist gemeinsam in dieser Verbindung hier diese Öffnung erlauben, die alles klarstellt, die sich nicht mehr selbst täuscht mit irgendwelchen Konzepten, mit irgendwelchen Glaubenssätzen, weil sie ja wunderbar spirituell fundiert und in so vielen Büchern gleich dastehen, wie du vielleicht schon bemerkt hast, ist dies eine Einladung, wirklich du selbst zu sein. Dass du du selbst nicht nur sein darfst, sondern akzeptierst, dass du du selbst sein musst, so wie Gott dich schuf. Und dass jedes andere Selbst es nicht tut. Wenn es darum geht, wie wir in den verschiedensten Sessions miteinander geteilt haben, dass die Unvergänglichkeit der Wirklichkeit in uns selbst erfahren werden will und als solche demonstriert und geteilt werden will, dann kannst du nicht irgendwelche spirituellen Glaubenssätze deinem Bruder anbieten. Was ist der Titel dieser Klasse? Erst gekommen und bitte dich um dies. Hat irgendjemand nachgeschlagen und herausgefunden, wo sich dieser Satz befindet? Also im letzten Abschnitt. Im letzten Abschnitt des Textbuches. Und es ist Jesus, der bittet um dies. Und es ist ganz einfach in einem Satz ausgedrückt. Wähle noch einmal, dass du Teil der Erlöser der Welt werden willst und bist und nicht mehr dich in der Hölle belässt und so auch nicht deinen Bruder. Wenn du deinen Platz
unter den Erlösern der Welt einnehmen würdest, einnehmen willst. Oder, das ist die Wahl, oder du würdest in der Hölle verbleiben und da deinen Bruder mit dir halten. Und das ist vielleicht auch so die Attraktion, die wir teilen hier. Dass wir sehen, dass in diesem Angebot des Kurses, des Bruders, Jesus Christus selbst als der ältere Bruder, der voranging und jetzt gegenwärtig ist mit uns, dass dies nicht etwas ist, was wir allein in unseren Kämmerchen, in diesem Selbststudium verwirklichen wollen noch können. Er verweist uns auf unseren Bruder. Und warum ist das so wichtig? Und hier komme ich zurück. Weshalb wir uns hier überhaupt über den Weg laufen und treffen. Und je stiller wir werden, desto klarer wird es auch, was uns hierher gebracht hat, selbst als Geschichte aus der Vergangenheit. Und die meisten werden sagen, ja, es war ein uralter Hass und Groll, den ich jetzt gewillt bin, zu einer gegenwärtigen Liebe erscheinen zu lassen. Master Teacher fand das ganz genau in seinem Geist. Die meisten von uns kannte er aus dem Ersten Weltkrieg. Und er kannte sie auf beiden Seiten, als Feinde oder als Freunde, als Gefährten oder als die, die sich vielleicht gegenübergestanden sind, um zu versuchen, sich auszulöschen. Und dieser Bezug auch zur den Körper als Mittel zu verwenden für den Tod, für den Angriff auf Gott, das ist wirklich, was wir jetzt erlauben, korrigieren zu lassen, als korrigiert anzuerkennen. Und vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wann war es gestern, als meine Schwester in Berlin geschubst habe, anscheinend, ne? Wie heißt du? Melanie. Melanie, genau, Melanie. Wir hatten inzwischen gute Momente. Und das ist aber genau, was angeboten wird. Dass wir unseren Geist so ausrichten und korrigieren lassen, um hier nicht mehr eine Fehlinterpretation zuzulassen. Wie leicht ist es? Wir haben darüber gesprochen, nicht wahr? Die erste Information des Egos wird sein, der hat dich jetzt gerade angegriffen. Ja? Und hier zu sehen, dass es nicht der Angriff ist, sondern der Gedanke der Liebe, der uns aus unserem Selbstkonzept delokalisiert, würde ich mal sagen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Verbindung mit dem Bruder suchen, egal auf welcher Ebene. Weil die Verbindung findet dann automatisch statt und zeigt uns, dass wir ein Selbst sind. Und sicher ist die Wahl, und ich habe auch Beispiele, ich habe erst so vor einem halben Jahr einen Kontakt von einem Bruder, eine E-Mail bekommen und er hatte vollkommen recht, ich habe ihm vollkommen recht gegeben und habe mich sogar persönlich entschuldigt und ich konnte mich nicht mehr erinnern, wovon er sprach, aber ich habe alles angenommen und so akzeptiert. Er sprach darüber, dass vor, glaube ich, 6 oder 7 Jahren ich in einer Session geschubst habe.
Und dieser Moment war ein Moment der Heilung. Ich war so dankbar, dass er mir geschrieben hat. Wir hatten ein bisschen einen Kontakt und alles hat sich ganz wunderbar in Heilung und Licht und Liebe aufgelöst. Aber das ist Jesus in seiner Gegenwart. Lass uns nicht mehr 6, 7 Jahre warten. Lass uns nicht einmal 7 Stunden warten. Ne? Wir können alle unsere Ungereimtheiten oder fehlgeleiteten Interpretationen heute noch klären. Mit den Worten von Master Teacher, mach heute einen Telefonanruf, wenn du jemanden in deinem Geist hast, mit dem du noch einen Call hegst. Das war für mich, wow, ja, warum nicht? Was für eine Einladung zur Heilung. Was für eine Einladung zu sehen, ja, ich habe diese Kraft und Macht in meinem Geist, alles zu vergeben, alles der Heilung gewidmet anzuerkennen. Und so war es auch zwischen uns, nicht wahr, Melanie? Vielleicht magst du hierher kommen noch einmal. Ist okay. Aber was wesentlich war, war, dass wir die Kommunikation nicht abgebrochen haben. Ne? Weil natürlich hat sich in dir etwas getan und so hat sich etwas in meinem Geist und in allen getan. Ich konnte es spüren natürlich. Und wir haben einfach es ins Licht gebracht. Und das ist, was in ganz einfachen Situationen den ganzen Tag hindurch geschieht. Wir sprechen von dieser Wahl. Eine Wahl wird angeboten. Den Platz unter den Erlösern der Welt einzunehmen oder sich selbst und seine Brüder in der Hölle zu belassen. Wir versuchen hier kurz etwas zu übersetzen, was ihr vielleicht dann erkennen könnt, von wo das kommt. Was ist wirklich? Wie definierst du wirklich? Wenn du über die Sinne sprichst, was du fühlst, schmeckst, riechst, siehst. Alles, worüber du sprichst, sind nichts als elektrische Signale, die von deinem Gehirn gedeutet wurden. Du bist hier in der Welt, hier in Raumzeit, weil du etwas weißt, weil du glaubst, würde ich sagen, weil du glaubst, etwas zu wissen. Was du weißt, kannst du nicht erklären. Du hast es bereits dein gesamtes Leben gefühlt. Irgendetwas ist falsch mit dieser Welt. Du weißt nicht genau, was es ist, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Geist, der dich verrückt macht. Es ist dieses Fühlen, dieses Gefühl, das dich zu mir gebracht hat. Weißt du, wovon ich hier spreche? Möchtest du wissen? Nee, zuerst kommt die Antwort. Weißt du, wovon ich spreche? Ja. Gut. Aus der ersten, erste Matrix-Film. Und Neo, das waren die Worte von Morpheus, ne? Und Neo antwortet,
The Matrix? Er fragt, nein, er gibt die Antwort. Ist das, sprichst du von der Matrix? Und Morpheus setzt fort, möchtest du wissen, was sie ist? Möchtest du wissen, was die Welt wirklich ist, die du gemacht hast? Möchtest du wissen, was das Ego wirklich ist? Hattest du jemals einen Traum, dass du, indem du so sicher warst, dass es wirklich war? Was geschieht, was wäre, wenn du nicht fähig wärst, von diesem Traum aufzuwachen? Das heißt, du wärst ewig gebunden im Träumen, ewig hier, ewig, das ist diese Loop, ist diese Wiederholung, was Reinkarnation genannt wird, immer wieder zurückzukommen, immer wieder von Neuem zu beginnen. Wie würdest du den Unterschied zwischen der Traumwelt und der wirklichen Welt kennen? Und es ist schon an diesen Fragen, dass hier klargestellt wird, dass eine Änderung des Geistes notwendig ist, dass eine Erfahrung notwendig ist, dass ein Darinsein in beiden, sowohl in der Welt, die gemacht wurde, wie in der wirklichen Welt, gemacht werden muss. Und dann weiter in diesem Dialog sagt dann Morpheus, die Matrix ist überall. Sie ist überall um dich herum, um uns herum. Sogar hier in diesem Raum. Du kannst es sehen, wenn du aus dem Fenster blickst oder in deinem Television Sets, in deinem Online-YouTube-Kanal, wie auch immer. Du fühlst es, wenn du zur Arbeit gehst oder in die Kirche gehst oder deine Steuern zahlst. Es ist die Welt, die über deine Augen gezogen wurde, um dich vor der Wahrheit blind zu machen. Neo fragt, welche Wahrheit? Morpheus, dass du ein Sklave bist. Dass du, wie jeder hier, in Gebundensein hineingeboren wurde. In ein Gefängnis gehalten wurde. Dass du nicht riechen noch berühren kannst. Ein Gefängnis deines Geistes. Unfortunately, unglücklicherweise, kann es niemand gesagt werden, mit Worten, was die Matrix ist. Du musst für dich selbst eine Erfahrung machen. Du musst es selbst in Erfahrung bringen. Das ist der Grund, warum du hier bist. Und das ist die Einladung und das Angebot. All das, was mitgenommen wurde, dieser Sack vom Gerümpel, von Konzepten, buchstäblich hier zu lassen und nicht hier in irgendeinem anderen parallelen Universum,
sondern hier im Lichte des Heiligen Geistes. Es ist die Einladung, sich zu zeigen. Jesus verwendet das Wort Versuchung, und zwar am Ende des 30. Kapitels und dann zu Beginn des, oder na, auch am Ende des 31. Kapitels im Textbuch. Und am Ende von Kapitel 30 verwendet er die Ausdrucksweise, er fragt zuerst die, stellt die Frage, was sonst ist die Versuchung als ein Wunsch, Illusionen wirklich zu halten? Und weiter unten beschreibt er es. Versuchung ist nichts anderes als dies. Ein Gebet, das Wunder möge manche Träume nicht berühren. Ihre Unwirklichkeit vielmehr verschleiert halten und ihnen stattdessen Wirklichkeit zu verleihen. Und weder antwortet der Himmel auf das Gebet, noch kann ein Wunder dir gegeben werden, um Erscheinungen zu heilen, die du nicht magst. Du hast Grenzen aufgestellt. Und in diesem Endabschnitt von Kapitel 31 quäle noch einmal, wird die Aussage gemacht, dass die Versuchung dich lehren möchte, dass sie den heiligen Sohn Gottes davon überzeuge, dass er ein Körper ist, in das hineingeboren, was sterben muss, unfähig dessen Gebrechlichkeit zu entrinnen und durch das gebunden, was dieser ihn zu fühlen heißt. Der Körper setzt die Grenzen dessen, was er tun kann. Seiner Macht ist die einzige Stärke, die er hat. Und sein Verständnis kann den winzigen Bereich des Körpers nicht überschreiten. Jesus fragt, würdest du denn dies sein wollen, wenn Christus dir in seiner ganzen Herrlichkeit erschiene und dich nur um dieses bitten würde? Wähle noch einmal, ob du deinen Platz unter den Erlösern der Welt einnehmen möchtest oder ob du in der Hölle bleiben und deine Brüder dort festhalten möchtest. Denn er ist gekommen und bittet dich tatsächlich um dies. Wie triffst du die Entscheidung? Wie triffst du die Entscheidung? Wie leicht ist das erklärt? Du entscheidest dich stets zwischen deiner Schwäche und der Stärke Christi in dir. Zwischen der Schwäche und der Stärke, die die Stärke Christi ist. So einfach. Und was du wählst, ist das, wovon du denkst, dass es wirklich sei. Aber du hast ihm deine Schwäche gebracht und er gab dir stattdessen seine Stärke. Christus sagt euch sanft, mein Bruder, wähle noch einmal. Er möchte weder eine Schmerzensquelle ohne Heilung lassen, noch eine Vorstellung übrig lassen, welche die Wahrheit verschleiert.
Er möchte euch nicht ohne Trost allein in Höllen träumen lassen, sondern euren Geist von allem befreien, was sein Antlitz vor euch versteckt. Seine Heiligkeit ist eure, weil er die einzige Macht ist, die wirklich in euch ist. Seine Stärke ist die eure, weil er das Selbst ist, das Gott als seinen einzigen Sohn erschuf. Fürchtet euch also niemals vor der Versuchung, sondern seht sie so, wie sie ist. Eine Gelegenheit, eine weitere Gelegenheit, noch einmal zu wählen. Alles, wie ich eingangs beschrieben habe, was immer der Grund ist, dass wir uns treffen, dass du deinen Nächsten triffst, ob Feind oder Freund, vergiss nie, es ist eine Gelegenheit, neu zu wählen. Es ist eine Gelegenheit zu wählen, die Beziehung mit dir selbst als geheilt zu erfahren. Noch einmal zu wählen, um Christi Stärke in jeder Lage und an jedem Ort obsiegen zu lassen, wo zuvor ein Bild von euch erhoben hattet. Denn das, was Christi Antlitz zu verstecken scheint, ist vor seiner Majestät machtlos und schwindet vor seiner heiligen Sicht dahin. Die Erlöser der Welt, die sehen wie er, sind einfach jene, die seine Stärke statt ihrer eigenen Schwäche wählen, die von ihm getrennt gesehen wird. Sie werden die Welt erlösen, denn sie sind in der ganzen Macht von Gottes Willen verbunden. Und was sie wollen, ist nur, was er will. Ich lese das noch einmal. Seine Stärke statt ihrer eigenen Schwäche zu wählen, die von ihm getrennt gesehen wird. Sie, die Erlöser der Welt, sie werden die Welt erlösen, denn sie sind in der ganzen Macht von Gottes Willen verbunden. Und was sie wollen, ist nur, was er will. Ich bin, wie Gott mich schuf. Sein Sohn kann nicht leiden. Und ich bin sein Sohn. Ich bin, wie Gott mich schuf. Als sein Sohn kann ich nicht leiden. Ich bin dein Sohn, Vater. Wir machen es ein bisschen anders. Wenn du etwas teilen möchtest, gewillt bist zu reflektieren, wie gesagt, ob hier im Raum oder bei euch zu Hause auf Zoom. Wenn es auf Zoom ist, werden wir das Bild hier dahinter mit der Person klar sehen. Wenn du hier im Raum eine Frage hast oder etwas reflektiert haben möchtest, darfst du hier an diesem Stuhl, der wurde noch überhaupt nicht verwendet, seit das Event begonnen hat, offensichtlich ist das die Zeit, das ist der Jesusstuhl, absolut. Nicht alle auf einmal, okay. Ich bin hier, um mein wahres Selbst hier zu zeigen und es mit euch zu teilen, wer ich wirklich bin und vor allem die Erfahrung zu machen, wer das denn eigentlich ist, den ich gerade kennenlerne. Und ich möchte dich gerne darum bitten, mir dann noch einen Input zu geben, wie ich denn noch stärker in die Erfahrung gehen kann, mich selber zu erfahren, mein wahres Selbst. Mhm. Ja, wir können das gerade jetzt demonstrieren. Und vielleicht der einfachste Weg ist, ich liebe einfach die Simplizität, die Einfachheit, diesen Weg zu beschreiten und zu demonstrieren, ist, das können wir alle machen. Einfach Platz
in unserem Herzen, unseres Geistes, unserer Seele zu geben. Gib mir Platz in deinem Herzen, wie ich dir Platz in meinem Herzen gebe. Und dann blicken wir nach innen und sehen, ob es überhaupt eine Verstärkung dessen gibt, dieser Erkenntnis. Vielleicht schließen wir die Augen einen Moment. Ja? Ja, fällt mir gerade etwas ein, wir haben ja, vielleicht kann ich das noch ein bisschen anders machen, da habe ich etwas. Und zwar auf die Art und Weise des Witzes, okay? Vielleicht klappt das besser oder schneller. Ich habe ihn hier, weil ich habe ihn ausgedruckt, damit ich ihn nicht vergesse. Aber er passt wirklich genau dazu, weil die Idee wäre, dass es etwas Besonderes wäre, ne? Oder etwas Besonderes in der Unterscheidung wahrnehmbar wäre. Mhm. Und davon wollen wir uns befreien. Mhm. Ja? Also ich erwarte da was Besonderes und mich von diesem Konzept zu lösen, dass da jetzt irgendwas passiert. Ja, oder also wer, ne, in dieser Beziehung. Es geht ja eigentlich um die Erkenntnis der Identität, der eigenen Identität und was ich als Identität, als er dann in meinem Geist halte. Ne? Und solange ich hier Unterschiede mache, das wären Rangordnungsunterschiede, das sind letztendlich Erkenntnisse zwischen Götzen. Ne? Und so sage ich, okay, das ist dieser Meister, das ist jener Meister und die alle haben die unterschiedlichen Qualitäten und so wähle ich halt durch die Woche durch, jongliere ich ein bisschen, mit wem ich dann sein möchte von Tag zu Tag. Ne? Aber in Wirklichkeit ist es ja ein Meister, weil es nur einen Meister gibt und es ist der Heilige Geist selbst in seiner Manifestation von wen immer. Ne? Wir verwenden Christus Jesus, auferstanden, aber ich verwende dich und du kannst mich und jeden Bruder hier genauso verwenden, aber in dem Verständnis, dass es keine Rangordnungsunterschiede gibt. Hier ist der Witz, okay? Vier katholische Ladies treffen sich auf einen Kaffee. Einige haben ihn vielleicht schon mal gehört. Ich wiederhole mich. Ja. Mein Repertoire ist sehr klein, aber ich finde den wirklich sehr angetragen. Die erste katholische Frau sagt zu ihren Freunden, so, es geht darum, sie wollen darstellen, wer ihr Sohn ist. Ne? Und sie laden sich einander ein, zu erklären, wie speziell, wie besonders ihr Sohn ist. So, die erste Frau sagt zu ihren Freundinnen, mein Sohn ist ein Priester. Wenn er in einen Raum tritt, sagt jeder, Vater. Die zweite sagt, mein Sohn ist ein Bischof. Wenn er in einen Raum tritt, sagen alle Leute zu ihm, Euer Gnaden. Die dritte katholische Mutter sagt, mein Sohn ist ein Kardinal. Wenn er in einen Raum tritt, sagen alle, Eure Eminenz. Nun, die vierte Frau hat einen Moment der Stille, schluckt etwas, nimmt einen Schluck Kaffee. Die anderen drei meinen schon, wow, wir sind wirklich, wir haben die besonderen Söhne. Und dann sagt die vierte Frau endlich, mein Sohn ist ein wunderbar aussehender, 1,90 großer, bodygebildeter Tänzer. Wenn er in einen Raum tritt, sagen alle, oh mein Gott! Felix, was passt mir die Sau? Jetzt ist mir alles klar.
Okay, danke dir, mein Lieber. Danke. Danke. Ja, es ist gut aus. Im Bodybuilding können wir uns noch ein bisschen können wir noch ein bisschen was machen. Oh mein Gott. Und erinnere dich, wie wir begonnen haben. Wenn ich geheilt bin, bin ich nicht allein geheilt. Alle in meinem Geist sind geheilt mit mir, aber es bedarf, dass ich die Sünde für mich annehme, wie es in der Lektion des Tages gelehrt wird. Es bedarf, dass ich sehe, was im Außen Heilung bedarf, ist in Wirklichkeit, was im eigenen Geist geheilt werden darf. Bitte. Und für die Brüder in Sohn, bitte Hand heben und dann bringen wir euch rein. Hallo. Hallo. Das Mikrofon ist, glaube ich, noch stumm. Na, jetzt funktioniert es. Hallo, ich bin Volker. Das ist mein weltlicher Name. Ich bin doof. Folgende Frage. Ich mache das alles noch nicht so lange mit dem Kurs. Und was mir so auffällt, ist, ich habe wenig oder gar keine Intuition. Oder anders gesagt, ich bin die ganze Zeit auch bei den Übungen, die wir machen, vorhin in dem Workshop zum Beispiel im Kopf, und der Verstand, das, was ich mit dem Ego gleichsetze, rattert und ich sage, oh, komm bitte Gott, jetzt hilf mir doch mal, das loszulassen, was muss ich machen? Wahrscheinlich sagt der Kurs, ich muss gar nichts machen. Ich würde trotzdem nochmal die Frage an dich stellen, der du da ja schon erfahren bist, wie komme ich da ins Fühlen, oder kann ich, der gerade spricht, das überhaupt in der Form so vollbringen, oder was ist da der Weg? Das wäre meine Frage, danke. Ja, danke, Volker. Schau, das Fühlen sicher ist, scheint das Fühlen näher der Wahrheit zu stehen, ganz besonders, wenn es ums Fühlen der Liebe und des Lichtes geht. Und sicher kann das immer nur von uns selbst deklariert werden, wo wir da stehen. Aber in Wirklichkeit geht es um den Gedanken selbst. So, wenn der Geist rennt wie ein Affe, der von Baum zu Baum springt, ne? Und es wird dieser bedeutungslose Traum einfach wieder gekaut und man weiß eh schon, das ist alles nur bedeutungslos. Dafür ist eigentlich das Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern wirklich ein wunderbares Mittel, den Geist auszurichten mit dem, was unser Heiliger Geist als Essenz birgt. Und es ist die Natur unseres Geistes, dass in dieser Stille, in diesem Kontakt wirklich erkannt wird auch, dass, wie es sich auflöst, verschwindet. Ne? So ein anderer Aspekt wäre, dass wenn du merkst, dass es etwas mit dir tut oder du fühlst dich dabei nicht gut, kannst du, das ist auch diese Richtung von Non-Dualismus, ne, dass du wirklich einfach nur die Frage stellst, wer ist denn der, der jetzt denkt, diese Dinge? Ne? Und bin ich bereit, dies, okay, das sind meine Gedanken. Und ich gehe jetzt ganz einfach, ganz vernunftmäßig vor und möchte herausfinden, wer ist denn der Denker dieser Gedanken? Ich kümmere mich damit
kümmere ich mich nicht mehr so sehr um den Inhalt der Gedanken, die so unzählig dann dastehen, sondern ich kümmere mich um den Denker. Ne? Weil da, das bin ich. Ne? So, das ist dann die Frage, sie sagen, klar, okay, es denkt niemand anderer für mich, ich bin der Denker dieser Gedanken. Ja, wer bin ich denn wirklich, der diese Gedanken denkt? Ne? Und je mehr wir eigentlich das Bewusstsein darauf lenken, auf diese ursächliche Quelle des Denkers, ne, sehen wir eigentlich oder können eine offenbarende Erfahrung haben damit, dass hier der Denker sich eröffnet in das, was denkend ist, das, was Gottes Gedanke ist. Das lässt sich natürlich nicht kontrollieren, aber in der Präsenz mit, und ich sage das jetzt mal so im Plural, ne, mit Brüdern, die bereits diese Erfahrung gemacht haben, ist dieser Funke da, den du verwenden kannst. Ist dieser Funke des Lichtes da, den du verwenden kannst, um zu sehen, dass dein Geist ganz selbstverständlich und automatisch still wird. So, ich verwende dann buchstäblich das Licht des Geistes meines Bruders, der bereits in der Gewissheit steht und, ja, sagen wir mal so, diese Offenbarung in allen Aspekten in Erfahrung bringt. Und durch die Verwendung des Lichtes, das ist wirkliches Fühlen. Das fühlt sich nicht an nach irgendetwas, sondern wenn du in deinem Geist blickst, kannst du dann, zum Beispiel jetzt, ne, siehst du, ist dein Geist am Rennen mit tausend von unterschiedlichen Dingen und wenn ja, was wären das? Oder kannst du sehen, dass dein Geist eigentlich still wird? Jetzt gerade geht es eigentlich. Ja, das ist nicht das gut ist, genug. Das ist die, das ist du musst die... genauer hinblicken, mehr im Detail. Was siehst du wirklich, wenn du hineinblickst in deinen Geist? Jetzt gerade? Jetzt gerade. Im Moment ist da wirklich nichts, was ich gerade benennen kann. Ja, das ist die Wahrheit. Das ist, was in einem anderen Wort wirklich die Liebe Gottes ist. So, dass sich die Liebe Gottes zu einem Gefühl wird. Ich fühle die Liebe Gottes, die mich umgibt. Ja? Das passiert, je mehr ich Gewahrsein darauf lege, je mehr Erfahrung ich damit mache. Lass das durchaus für einen Moment ein Prozess sein, auf der Zeitlinie. Es ist sowieso nicht auf der Zeitlinie. Es ist immer nur dieser Moment. Aber es eröffnet sich dann etwas im Geist, weil du darfst ja nicht vergessen, als menschlicher Affe, ich als Affengeist, ja, habe das ja lange, lange Zeit trainiert. Und jetzt trainiere ich etwas, wie ich diesen Affengeist zur Stille bringe. So, ich verwende jede mögliche Gelegenheit dazu. Das ist, wie wir beginnen mit dem. Und Jesus nennt es im Kurs, der hat einen Ausdruck dafür, heiliger Augenblick nennt er es. Du suchst den heiligen Augenblick in deiner Verbindung mit deinen Brüdern. Und es ist der heilige Augenblick, in dem du erlaubst und deinen Geist ausrichtest, in diesem heiligen Augenblick möchte ich erfahren, wie hier sich etwas in mir öffnet, was ich bereits in Momenten erkannt habe. Dass da Stille ist, dass da Frieden ist. Und zu beginnen dann, dies zu teilen, wie wir auch in jeder Session hören, zu geben und so zu erkennen, dass das Geben das Empfangen ist, das ist dann der nächste Schritt. Ne? Das heißt, du dehnst deinen Geist in diese Stille deines Geistes, in diesem heiligen Augenblick, dehnst du auch aus in den Geist deines Bruders. Wie mache ich das? Es ist einfach nur denkend sein, ohne Begrenzung. Es ist ein Denken
ohne den Gedanken selbst zu begrenzen. Und begrenzen heißt natürlich auch, ihm keine Bedeutung zu geben, keine spezifische Bedeutung. All das, was ständig benannt wird, oh, das ist eine Trinkflasche, oder gestern hat man gesagt, das ist eine Babyflasche, ja, ich liebe Babyflaschen, und da, 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 und da geht es weiter. Ne? Und ich lasse diese Bedeutungen einfach, ich gebe denen keine Bedeutung, sondern ich bin nur in der Ausdehnung des Denkens. Und nichts Besonderes zu suchen. Es gibt kein besonderes Resultat. Es sieht nicht wie irgendetwas aus. Es ist genau so, wie du es in dir erfährst. Und die Worte spielen keine Rolle, wie wir es beschreiben. Viele können es überhaupt nicht beschreiben. Die haben überhaupt keine, ist irgendjemand im Raum, der gar keine Worte findet, diese Stille, diesen Frieden zu beschreiben? In Wirklichkeit, keiner von uns kann es wirklich beschreiben. Ne? So, darum müssen wir uns nicht kümmern. Und die andere Sache, vielleicht mit dem Fühlen. Irgendetwas fühlst du ja trotzdem. Weil selbst wenn du sagst, ich spüre überhaupt nichts, fühlst du, dass du nichts spürst. Das ist auch ein Gefühl. Ja. Ja? So, du kannst mit allem beginnen. Du kannst, okay, ich bin in einem Gefühl von vollkommener Geschlossenheit oder wie immer du es bezeichnen möchtest. Und hier ist wieder die Aktion. Will ich das? Ich habe eine Wahl. Möchte ich dabei mich in der Trennung behalten oder möchte ich dies öffnen zu etwas, was universell kommuniziert? Und dafür brauchst du eine Zwischenstation. Und diese Zwischenstation wird Übersetzer genannt oder Tröster, ne? Heiliger Geist. Aber man muss nicht Heiliger Geist sagen. Das ist nicht für jeden das christliche Vernakular angesagt. Ich weiß es nicht für dich. Ne? Ich kann dir nur sagen, dass ich hatte da auch letztendlich nicht wirklich einen Zugang zuerst, weil ich mich bereits vom Christentum abgewandt hatte und eine Erfahrung hatte, die über die Welt hinausging. Und es war dann interessant, dass es war eine Reflexion meines Lehrers von Master Teacher, der mir mal sagte, wow, dein Geist ist eigentlich ein vollkommen agnostischer Geist. Und ich war, wow, was meint er denn da damit? Aber das ist wirklich wahr. Ne? Ich habe alles, ich kann alles in Frage stellen. Und das hat dann seine Vorzüge auch, dass man sich selbst nicht mehr täuscht mit spirituellen Konzepten. Also du musst nicht hier entlang gehen und versuchen, zu einem guten Christen zu werden. Der Kurs in Wundern ist von den guten Christen abgelenkt, nur damit du weißt. Das wird als Teufelswerk bezeichnet. Ne? So, es geht hier um vernunftmäßigen Geist mit einer Quelle, die nicht von dieser Welt ist. Ne? Wie wir es benennen, dann benenne es, wie du möchtest. Deine Erfahrung, deine Erkenntnis zählt. Und das ist alles, was mich interessiert und so all deine Nächsten. Ne? Und das ist auch in dem Sinne, du selbst zu sein, ist, ich meine, wenn ich mich mit dir einfach so verbinde, habe ich das Gefühl, dass du sehr viel zu geben hast und auch gerne gibst. Egal was, ne? Ob es Blumen sind oder was immer. Ja? Und dass du mit dem gehst, dass du dein Geben als dein Fühlen, als deinen Gedanken auch nutzt. Und siehst, dass du kannst dir nicht entkommen, es wird Resultate und Reflexionen geben zu deinem Geben. Ja. Und du hast Geduld, du hast Toleranz. Das sind bereits Charaktereigenschaften eines Lehrers Gottes. So, danke, dass du hier bist. Danke, dass du dir dazu jetzt Zeit nimmst. Und du hast sicher auch deine Geschichte, dass du hier aufgetaucht bist. Und ich kann dir nur sagen, mach weiter. Ne? Dankeschön. Danke, danke.